Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem Projekt Arc Park. Jetzt kommt das große Finale in unserem Rex-Turnier. In dieser finalen Runde kämpfe ich gegen den Rex von den Lost Survivors. Huch, was ist denn jetzt? Ah, der Agent Harvis ist weggeflogen. Ja, der folgt mir. Keine Achso, Panik, ich komme gerade. Voll erschrocken gerade. Mit meinem Finger beim Frostfrieden sterben. Der Sieger. Fluffy ist der Sieger. Wie sieht's denn inzwischen mit deinem aus vom Leben her? Kannst du mal reingucken? Der ist aufgefüllt wieder. Alles klar. Gut, dann schiebe ich euch beide erstmal wieder runter. So, darf ich jetzt kämpfen? Ja. Oha, oha. Ja, der erste war ein Auskampf, weil wir haben zwei gehabt, der Rest jeweils nur ein Kämpfer, deswegen wollte ich das aussortieren am Anfang. Okay. Oha, dann muss ich also gleich gegen den ersten Gewinner, oder was? Ja. Ach du Scheiße. Bin Lan, kommen mit den Rex wieder dahin, wo wir eben am Anfang mal waren, wo ihr euch aufstellen solltet. Da muss Spielbär mit seinen auch wieder hin. Ich komme. Dann hat er schon wieder hochgeheilt, oder? Meiner ist hochgeheilt, das hat der Shadow gemacht, glaube ich. So. Kann ich denn eigentlich hier auch abkürzen? Jawohl! Ja, das ist so gebaut, dass du über den Rex langkommst eigentlich. Sehr gut. Genau, Shadow macht auch das Tor zu, finde ich gut. Wendekreis, so. Oh Gott, ich hab den Felsen hinter mir, das ist nicht gut. Ich will nach hinten weglaufen können. will ich ausweichen können, wenn es eng wird hier. Ich finde es auch gut, dass dein Rex nicht bemalt ist. Ja, das ist gerade nicht so dolle. Hab ich mir gerade schon angeguckt. Das haben wir gar nicht so bedacht, ehrlich gesagt, dass man das ja gar nicht sieht, aber ja, eigentlich. Ja, mein erbluten und dein gar nicht. Ja, meinen sieht man nicht bluten. Na ja, gut, okay. Ein paar Stellen hat er aber frei. An ein paar Stellen könnte man es, glaube ich, sehen. Ja, hinten am Schwanz sieht man es bei deinem Eimer. Also ich zähle dann wieder runter auf 0 von 3 und bei 0 ist wieder Start. Alles klar. 3, 2, 1, 0. Keiner macht was. Das ist auch gut. Das ist auch mal eine Variante, das kann man auch mal machen. Erstmal angucken, wer zuerst Umfeld gewinnt. So. Oder verliert. So rum. Scheiße, ich werde ja hier voll in den... Ah nein. Nach vorne durchbrechen. Ja. Muss ja aufpassen, dass ich mich hier nicht in die Enge treiben lasse. Das ist der macht ganz schön Schaden, dein Rex. Der macht ganz schön Aua. Aber er hat nicht so viel. Er hat nicht so viel Leben. Kann das sein? Nee, nicht mehr so angucken. komm her, lauf nicht weg. Weglaufen bringt gar nichts. Ah, fuck. Immer in den Popo rein. Oh, jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben will. Ja. Jetzt sieht's aber andersrum aus. Ja, warte mal. Es ändert sich gleich wieder. Ich kann mich auf mein erhöhtes Leben auf jeden Fall gut verlassen. Das ist schon mal gut. Komm schon. Nein, nicht weglaufen. So nicht. Schön hier bleiben. Ist ja schlimmer als bei den wilden Rexen. Ja. Ich weiß, das tut er schon. Ja, der ist schon ordentlich am Schreien hier. Meiner kann noch, meiner hat noch. Oh, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Oh, ich bin dehydrated. Warte mal, jetzt muss ich Bären essen, damit ich nicht sterbe. Lol. Scheiße. So, jetzt beenden wir das hier an der Stelle. Hier und jetzt fällt die Entscheidung. Du kommst nicht vorbei. Du nicht. Da will er wieder abhauen. Kann das sein, dass du mich hier ausdürsten möchtest? Nee. dass ich hier verdurste in der Zeit. Das wäre eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee, ne? Ha, nein, nicht von hinten. Ohne mich. Nee, das sieht nicht gut aus. Ja. Yeah. Aber gut durchgehalten auf jeden Fall. Wie leben wir deiner noch? Meiner hat noch 7024. Also er hat noch er hat die Hälfte verloren ungefähr so. Jetzt futter ich den noch auf. Meiner hatte ja gar nicht so viel. Pass nur auf, dass du den Spieler nicht triffst. Hab ich dich getroffen? Nö, hast nicht. Okay, gut. Hast ja noch ganz viel Fleisch hier.
Ja, das nehme ich jetzt nicht. Ja, krass. Coole Sache. Gewonnen. Gewonnen. Ich verlasse die Arena. Ich verlasse die Arena. Das ging ja schnell. Ja, leider. Das ging ja richtig schnell. Krass. Na, ich bin mal gespannt. Fluffy ist ja dann schon der Nächste, ne? Ja. Krass, da muss ich ja jetzt den... Ah, okay, ihr macht schon. Ich sehe schon. Dann müssen wir halt noch kurz warten, also. Der muss ja jetzt hochgehalten werden und Fluffy auch noch. Dann kann ich ja in der Zeit nochmal Bären essen. So, dann kann ich in der Zeit Bären essen, genau. Dann kann ich mich auch ein bisschen wieder hoch... hochfuttern hier. So. Sehr gut. Wieder drei Leute um unseren Rex rumstehen und... Ne, vier Leute! Vier Leute stehen ohne einen hoch. Wie geil ist das denn? Voll gut. Genial. Ich helfe euch mal hier ein bisschen beim Fleisch. Bisschen Fleisch nachlegen noch. Ja, stimmt ja, mit Tee kann ich ja viel schneller hin und her switchen. Ich erinnere mich mit Tee. Mit Tee, das ist die Idee. Hier so. Voll gut. Ich hol mal noch einen Schwung. Fluffy gegen Spielbär, das Battle des Jahres. Bär gegen Muschelding. Schreibt gerade einer. Sehr schön. Oh, jetzt bin ich gestorben. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich jetzt einen Todesschrei gehört? Bist du gestorben? Ja, ich bin irgendwie von ganz oben runtergefallen. Ich höre es neben mir so. Wo liegst du? Wo liegst du? Wo liegst du? Bestimmt schon weggeklitscht, die Leiche. Wo bist du denn runtergefallen? Schön. Ja. Wo in der Mitte? Irgendwo. Ganz oben. Du warst also oben vorne im Eingangsbereich. Da war der Todesschreiber nah dran an mir. Ja. Also ja. In der Arena oder vor der Arena? In der Arena. Also eigentlich da im Eingangsbereich, wo die ganzen Rexe und so stehen. Gut, der Rex ist jetzt hochgeheilt. Ich kann ja schon mal in Position gehen. Hast du bei dir auf dem Bett, auf dem Bett, genau, auf dem Floß ein Bett? Ja, hab ich. Dann hole ich dich mal wieder, ne? Okay. So, der Rex ist hochgeheilt. Ich gehe in Position. Ich warte dann schon. Mhm. Warte dann schon ganz brav. Ja, dann, ich weiß auch nicht, wie weit jetzt der liebe Josh ist, das sehen wir gleich. Ich hole nur das schnell noch den Laden wieder ab. Hm. Warte mal, eigentlich ist das doch hier viel besser in Position zu gehen. Hier habe ich viel mehr Platz, um nach hinten auszuweichen. Chrissy und Shadow haben geliebt. Wahrscheinlich helfen sie gerade Josh mit den Hochheilen. Hm, das kann gut sein. Kann das jetzt nicht mal regnen? Dass ich meine Flasche mal voll machen kann? Es hat die ganze Zeit nicht einmal geregnet, wo wir hier stehen in der Arena. Was ist denn da los? Die Arena mag kein Wasser, dann würde es rosten. Ja, stimmt. Das wäre gar nicht so gut. Aber ich kann mal meine Fellrüstung ausziehen. Dann ist es dir nicht ganz so warm, meinst du? Ja, dann habe ich keine Flamme mehr links unten. Vielleicht hilft das ein bisschen bei der Brustbekämpfung. Ja, ein bisschen sollte das helfen. Jetzt bin ich nackt auf dem Rex. Ich sehe nur noch Bäume. Aber wird das spannend? Das ist spannend. Das ist schon der Finalkampf, ne? Ja. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh mein Gott. Okay, danke. Bitte, bitte. Jetzt muss ich nur meine Tasche hier finden, wa? Oder hat die schon irgendwer genommen? Schieb dich mal runter, dann kannst du die anderen fragen.
So, ich den Kontrahenten schon mal hochziehen, dann wissen wir auch, wie weit die sind. Ja. Hallo, Josh. Moinsen. Okay. Wir zwei tragen es aus jetzt. Wir zwei. Ist er fertig? Das große ist Finale. Ist er fertig hochgeheilt? Ja, ist fertig. Alles klar. Ich bin genauso aufgeregt wie du. Man hat bisher eigentlich immer gesehen, weglaufen ist irgendwie der Tod. Ja, weglaufen ist der Tod, definitiv. Sobald man jemanden von hinten erwischt, hat er verloren eigentlich. Weil er dann unnötig Schadenspunkte kassiert und nichts zurückgeben kann. Eigentlich hat man nur die Chance, man kann gar nicht hochheilen und so. Man hat eigentlich wirklich nur die Chance, auf den Gegner wirklich loszugehen und halt zu hoffen, dass der Rex durchhält. Und was jetzt interessant ist, eure beiden Rexe sind angemalt. Ja, wir sehen beide nicht, wer verwundet ist. Wie geil ist das denn? Das wird richtig geil jetzt. Die Angemalten haben bis jetzt überlebt. Guti, seid ihr bereit? Dann würde ich wieder runterzählen. Ich bin bereit. 3, 2, 1, 0. Stirb du! Stirb du hier, komm, komm her, du. Als erstes. Pinky. Fluffy. Fluffy Pinky hier, stirb! Ah, ich glaube, ich sehe da was Rotes da hinten. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Ich bin im Stein. Ja, das ist auch die Taktik. Das ist auch genau die Taktik hier, die ich fahre. Ich drücke dich in den Stein, damit du nichts mehr siehst, damit du gar nichts mehr siehst. Damit du blind bist. Damit du blind bist. Oh, das sieht aber... Unbedingt Schaden reindrücken hier. Unbedingt Schaden. Was? Niemals. Stimmt, dein Rücken ist doch gar niemals nicht angemalt. Ups. Nein, da ist Nein, nichts. Verdammt. Da ist nichts Rotes. Ja! Komm her, lauf nicht weg. Ah. Ja, da hängt er fest. Zauber. Ja, da kann das sein, dass du gerade markierst? Nein, nicht kacken! Okay, ich gehe einfach geradeaus. Ich gehe einfach geradeaus hier durch, so. Jetzt hat er Zeit, sich hochzuheilen, verdammt. Ah, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Stirb, 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 stirb. Das wildeste Geklicke, seit es Klicken gibt. Ich glaube, ich sehe einen roten Fleck bei dir hinten. Nein, 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 nicht von hinten, nicht von hinten, nicht von hinten, nicht von hinten. Bleib in meiner Range. Das oh Gott, scheiße. Meinst du? Ich habe gerade irgendwie glaube ich das gerade nicht so. Ich glaube das irgendwie schon. Echt? Du glaubst das? Ja. Ich glaub's nicht. Das. Ja, dann fall doch mal um jetzt! Dann fall doch mal jetzt um hier! Fall um! Um Gottes Willen, scheiße! Ah. Oh, also. Nein! 1100 Leben. Krass. Oh. Aber das ist wirklich verdient, Alter. Das ist richtig verdient, ey. Also ich krass. Hoffe, dass ich einen besseren Sattel hatte als du. Okay. Meiner war Apprentice. Ach ja. So. Das. Hattest du das vorher in dem... Das ist der gleiche, wie Atron den hatte, ja. Weiß ja, ich habe auch den Blueprint von ihm bekommen. Ja, das ist genau der gleiche, der nur wenige Punkte besser ist als unsere. Ah, okay, alles klar. Gut. Das hatte mich jetzt kurz aufhorchen lassen, das ist alles das gut. Das weiß ich. Zu dem, oh, zu wie dem, mein Rex hier da liegt, guck mal. Blueprint. Kann man sich da auch später entscheiden, weil ich müsste das dann noch mit meinem Tribe absprechen. Klar, kannst du machen. Okay. Ja, es wäre natürlich jetzt für den Stream, wäre es natürlich gut, wenn du vielleicht schon mal sagen könntest, in welche Richtung es möglicherweise also, geht, dass die Leute sich das vielleicht so ungefähr so vorstellen können, was denke, ihr euch so aussucht. In Richtung Waffen. In Richtung ja, Waffen, entweder, okay. Für die Longneck oder für die Fabricated Pistol, weil für die Pistol, da kostet die Munition halt richtig wenig. Longneck oder Fabricated Pistol, ja. Ja, das ist doch schon mal, das ist schon mal gut, ja. Weil Longneck, Mastercraft ist auch ziemlich selten, ne, und so, und Pistol auch. Glaube ich, so, das findet man allgemein ziemlich schwer. Coole Wahl. Ja, dann, herzlichen Glückwunsch nochmal, ne? Hier, der Sieger. Moment, bleib mal unten kurz, bleib mal unten. Will dich nochmal kurz zeigen. Du bist ja auch hier angemalt und so, hier. Da ist er, der Josh.
Er hat gewonnen. Juhu. Genau, und das ist der Rex. Der Sieger-Rex. Der wird jetzt, der bekommt jetzt einen Harem und kann sich paaren. Der kann sich im Harem paaren. Und dann gibt's ganz viele kleine pinke Rexe. Hat jemand was zu trinken? Ich bin gerade am Verdursten. Ich kann dir Bären toppen. Ich hab das Problem auch. Das ist hier irgendwie total trocken. Wir sind hier irgendwie voll im Sommerloch sind wir hier irgendwie. Hast du gesammelt? Ja, hab ich. Danke. Gut. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja, cool. Aber das war richtig knapp, ey. Das war richtig, richtig, richtig knapp. Trotzdem Respekt an dich. Hast dich gut gehalten. Das Witzige ist, ich hatte ja kurz vorher nochmal versucht, zwei Level zu machen, habe ich auch geschafft, aber ich habe ein Level in Schaden investiert. Mhm. Hätte ich diesen einen Level noch in Leben investiert, dann wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Wie viel Leben hatte deiner? 15.000 noch 15.000. Was. 15.000. Meiner hat gerade mal 10.700 gehabt. Echt? Meiner hat halt nicht so viel Melee-Damage gehabt. Meiner hat 336 oder so meine gehabt. Meiner hatte 331. Siehst du? Das ist nämlich der Unterschied. Genau, das ist nämlich das Ding. Das hätte ich höchstens ausgleichen können mit mehr Leben. Deswegen. Ja, cool. Richtig spannend. Bei der Platz immerhin. Richtig cool. So, soll ich dich vorfliegen? Kannst du gerne machen, ja. Dann geh ich mal wieder in den Boxenstop. Ja, geil. Das war das Rex-Event. Das Rex-Turnier. Das große Rex-Turnier. Wie gesagt, bei Ragnar könnt ihr nochmal gucken, wie es vorbereitet wurde. Wie die Arena gebaut wurde. Auf ihrem Kanal Ragnar Survival. Jetzt ist sie gerade in der Sonne hier. Hier ist Ragnar. Da ist Ragnar. Sehr schön. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Bye, bye.